Hallo zusammen, willkommen im neuen Video von mir. Ich war heute bei Action und zeige euch mal, was ich so gekauft habe. Ist nicht so super viel, aber ein bisschen ist es ja was geworden. Fangen wir mit unspektakulären an. Diese Feuchttücher hier oder Wischtücher waren im Angebot. Da habe ich jetzt einmal für mich mitgenommen und einmal für die Schule. Genau, die finde ich richtig toll. Kann ich auch empfehlen. So. Dann habe ich, ja, davon habe ich jetzt mal 3 Stück gekauft. Ich habe ja diesen großen hier. Und ich wollte mal kurz, ja, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich den total doof fand oder okay fand. Ich habe den jetzt einfach mal mitgenommen. Das heißt 1 Euro auf 8 Meter. Und hier ist es, weiß ich nicht, wie viel. 8. Keine Ahnung. Also, ob das jetzt günstiger ist oder nicht, muss man sich dann ausrechnen. Kann man ja mal machen. Aber es hat eben schon, kann man ja nicht auffüllen. Es ist Umwelt und so weiter, ne? Ihr wisst ja schon. So. Dann habe ich, oder nicht, meine Tochter hat sich dieses Baby Surprise Egg hier gekauft. Sie ist einfach so mitgenommen und ich habe es auch hier erlaubt, weil, ja, sie ist eben krank und dann dachte ich so, okay, gut. So, jetzt machen wir den hier mal auf und geben ihr das mal. So, einen Augenblick, machen wir kurz hier. Schnick, schnapp, schnapp. Ja, willst du es haben? Gell? Willst du haben? So, warte, warte, warte. Ich glaube, ich habe schon mal so ein Vieh gekauft. Ich finde die ehrlich gesagt nicht so schön. So, komm mal her. Aber guck, da ist das Ei. Willst du es haben? Jetzt findest du bestimmt meine Bastelsachen viel spannender, ne? So, warte, warte, warte. Moment, Moment, Moment. So, guck. Oh, upsa. Was ist denn da runtergefallen? Ein Höschen? Ich glaube, das ist ein Höschen. Nein. Das ist ja unten offen. So, oh, guck mal. Ist das ein Baby? Ein Baby? Und dann kannst du dem Baby so ein Kle Röckchen anziehen. Und wie findest du das? Livi? Olivia? Wie findest du das? Schick? Willst du das Baby haben zum Spielen? Du. Hier. Möchtest du haben? Du willst das Ei haben? Ich glaube, ich habe es geschrottet. Hier. Ja, du darfst hier sonst nicht sitzen. Da ist viel spannender, oder? Gell? Aber so willst du jetzt das Puppe haben oder nicht? Ein Ei, okay. Und was ist mit der Puppe? Nimmst du die mit? Die muss eigentlich da rein, ja. Soll ich sie dir aufmachen? Wir machen das gleich, ja? So, dann habe ich bei Action den hier gesehen. Und der sieht genauso aus wie der von Lidl. Nur, dass es bei Lidl 2,99 kostet. Und hier 1,79 €. Also ich bin der Meinung, das sind diese Foliafarben, die es so einzeln zu kaufen gibt, ne? Außer dass dieser Ton hier. Nee, der ist, glaube ich, anders. Aber ansonsten, wenn ich mir den rosa Ton hier angucke, davon habe ich, glaube ich, einen 50er-Pack gekauft. Ja, genau. Also ich glaube, das ist es wie von Lidl auch. 270 Gramm ist ja bei Lidl auch. Wie oft habe ich jetzt Lidl gesagt? Oh mein Gott. So, einmal der hier. Ich habe mich bei Papier echt zusammengerissen. Es gab schon vieles, was mich total angesprochen hat. Jedoch versuche ich ja aufzubrauchen und nicht so viel zu kaufen, was mir ja natürlich nicht immer gelingt. Aber heute war ich ein bisschen stärker, weil ich bei Stiften zugeschlagen habe. Ja, da gab es so viel Neues, was ich so gar nicht kannte. Deswegen musste ich die irgendwie holen. Habe ich irgendwie Verluste gehabt. Aber den hier habe ich mitgenommen. Es gab noch ein paar andere Sets. Die fand ich auch alle schön. Die waren auch alle im Einkaufswagen. Dann habe ich so eine Runde gedreht und drüber nachgedacht. Nein, 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 nein. Auch wenn die schön sind, ich habe ja kein Bastelzimmer, ne? Ich muss ja gucken, wo das alles unterkommt. Und deswegen, auch wenn es bei Action so ist, dass man das nicht wieder reinkriegt, dass es nicht wieder reinkommt, aber naja, gut. Deswegen, ich habe nur eins genommen. Das ist, ja, wie viele auch sagen, es sieht aus wie von Paper Poetry, ne? Ja, aber es hat hier echt schön, ne? Muss ich ja sagen. Die anderen waren auch schön, aber da gab es ja hier und da mal ein Blatt, was ich nicht so toll fand. Und hier ist, glaube ich, kein einziges, was ich nicht schön finde. Ja, Mama ist doch noch da. So, genau. Es hat eben so, ja. Ersatzpapierchen, ne? Also Quatsch, nicht Ersatzpapierchen, sondern ja, kann man gut kombinieren, denke ich mir mal. So, den packen wir jetzt mal auch zur Seite. Ja, gell? Das machen wir. So, dann habe ich noch 1 mm Foamtape gekauft. Der ist aber in meinem letzten Kartenvideo mir sowas von Adel gegangen. Genau, benutze ich ganz gerne. Ja, aber 2 mm sieht auch schick aus. So ist es ja nicht.
Ja, aber ich denke mir dann immer so, oh, jetzt habe ich da und da und da noch Enameldos und welche Pünktchen, deswegen finde ich 1 mm mal ganz cool. Aber 2 hat auch was und 3 sowieso. Also eigentlich haben alle Höhlen ihre Seinberechtigung hier, sagen wir es mal so. So, das wird gleich hier eingesortiert. Dann, was ja auch immer sein muss bei mir, sind diese Tütchen hier. Ich habe ja letztens 63 Karten gemacht und so ein ganzes Tütchen ist ja schon verballert. Und ich habe auch ganz viele Karten auch in der Kita so verteilt, also in so einem Boxen. Also die, die mir auf Instagram folgen, haben es vielleicht mal in der Story gesehen. Und die sind so gut weggegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass einer zu mir kommt und so, oh danke, aber ich habe ein, zwei erzählt, die so, ach, die sind aber schön. Genau. Ja, also ich glaube, dass sich da so viele gefreut haben, weil sie sind gut ja weggekommen. So, genau, die mussten ja mal sein. Und dann gab es so Stencils. Ich habe, glaube ich, nur ein Set mitgenommen. Ja, genau, nur ein Set. Das ist jetzt A5 und auch mal durchsichtig. Das finde ich voll toll. Aber leider waren die Motive alle nicht so der Burner. Also habe ich jetzt nur das hier mitgenommen. Ja, ich wünschte mir, da wären jetzt mehr. Da könnte ich, oder von mir ist auch die gleichen. Was machst du hier, Maus? Ich wünschte, von mir ist auch die gleichen, die. Na, hier. Action hat ja normalerweise. Ach ja, die, die Action kennen, werden das ja wissen. Diese hier, ne? Und das geht ja, die sollen ja 15x15 sein, aber wenn ich eine A6-Kartenaufleger hier raufpacke, habe ich immer oben und unten einen Rand. Ist nicht schlimm, man kann kreativ sein und das alles bedecken. Aber ich wünschte mir, die würden alle die hier in den hier Format umstellen. Das würde dann total toll sein und dann könnte ich die hier, weiß ich nicht, ja, weggeben, verschenken oder auch entsorgen. Also genau, so meine Maus, du machst dir ganz schön Chaos. Ja, genau, habe ich mich gefreut, aber wie gesagt, die Auswahl war wirklich winzig und ja, genau. Huch, jetzt muss ich mal kurz weg. So, dann habe ich auch noch 3 Stickerbögen eingepackt. Ich konnte gar nicht anders. Ich finde die so, 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 so süß. Schaut mal, hier ist ein hübsches Vögelchen und hier sind also so eine Kreise, ne, die so nicht ganz akkurat sind. Hier haben wir so ein Liebespärchen, ne? Da haben wir auch wieder so ein süßes Vögelchen. Und hier haben wir auch weiterhin ja, so ein Bärlelein und auch so Vögelchen. Also ja, finde ich voll schön. Dann habe ich auch noch was mit Katzen und Hunden geholt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde die auch so süß. Hier haben wir so einen Mopsi, hier haben wir so einen Chow Chow, ne, mit der blauen Zunge. Da haben wir bestimmt so einen Kurzhaardackel oder Glatthaardackel. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, was ich hier ausspreche. Ja, hier ist halt eben, ja, halt eben ein Hund, ne? Da ist so ein Mädel. Und hier haben wir auch wieder so, ne, Chow Chow, ein Schäferhund bestimmt. Ein Husky. Also ich finde die irgendwie süß. Und dann haben wir auch ein paar Häschen. Und dann haben wir auch wieder diese Kreise, wo man zwischen hinten auf den Briefumschlag kleben kann, um den Briefumschlag so zu machen. Oder auch andere Ideen. Mal gucken. Ich habe ja noch ein paar von diesen Emboss-Stickers. Ich habe ein paar alte und aber auch ein paar aus dem Frühjahr. Also da muss man gucken, dass ich sie mal verbastelt. Und das ist ja wohl. Wow! Da bin ich ausgerastet, dass ich das gesehen habe. Ich hatte jetzt aber nicht noch eingekauft. Leider. Jetzt bräuchte ich das kleines bisschen, aber nur so ein bisschen. Hier haben wir halt eben, weiß nicht, so ein Pullover mit Wimpern und ganz viel Crafty Supplies, ne? Also ganz viele Bastelsachen, ne? Also Anspitzer und Planer, ein Käffchen. Und hier sogar ein Rastrock. Ich habe ja einen, aber nicht in Schwarz. Was passt nicht zu uns in unserem Wohnzimmer? Hier Tinten, Tacker. Also einfach alles, ne? Finde ich voll cool. Finde man super, ich weiß nicht, wenn man so, ja, einen Planer sogar dekorieren kann, man Karten machen für bastelfreudige Menschen. Also ja, finde ich super. Also hier nochmal, falls ich das nicht so richtig im Bild hatte. Ich bin jetzt gerade zu voll, um aufzustehen und zu kontrollieren, ob das im Bild war. Genau, so. Ich muss mir da auch echt eine coole Sticker-Aufbewahrung mal überlegen. Ich habe eher Ideen für mich. Irgendwie ist das alles überall, sind Sticker verteilt, aber die haben nicht einen Standort bei mir. Da muss ich mir was einfallen lassen. So, kommen wir zu Stiften. Ich habe echt ganz schön viele Stifte gekauft. Einmal diese hier. Metallic Marker nennen sie sich. Fine Tip, Brush Tip. Und da hier, hat eben so schwarz ist, gehe ich mal davon aus, dass sie Werbung damit machen, dass sie sehr deckend sind auf schwarzen Cardstock. So. I hope. Also schnell mal ausgepackt. So, dann habe ich hier ganz viel Restepapier. Okay, Samtpapier will ich jetzt nicht nehmen, weil davon habe ich nur eins. Aber hier hätte ich mal so ein Stück. Jetzt gucken wir doch mal. Also ich werde das jetzt nicht in dieser Plastikhülle hier aufbewahren. Also gleich mal davon trennen. Das ist Quatsch.
So, also schwarzer Schwarz weiß ich nicht. Wir haben hier einmal so eine Brush-Spitze. Ja, sieht man jetzt nicht so sehr, ne? Aber gut, ist auch schwarz. Naja, nicht ganz so schwarz. Aber gut, den schwarzen Feiner kann man auf jeden Fall nehmen zum Schreiben. Das fühlt sich jetzt gar nicht so unangenehm an. Aber was daran metallic ist, weiß ich nicht. Aber gut, schwarzen Feiner kann man nicht genug haben. Hier ist mir was ausgelaufen. Oder? Naja. Oh, das ist sehr schön bronzy. Ich kann nicht handlettern. Ich würde dann diese Seite gerne benutzen. Mist. Schade, Marmelade. Und die ist zu schwach pigmentiert, ne? Aber auf hellen Seiten geht das, kann man damit schreiben. Nee, leider nicht. Also wirklich nur mit dieser Spitze hier. Ja, aber es ist nicht ganz so meine Stärke. Aber sehen schon schön aus. Ja. Ja, okay. Nee, das ist nicht so schön. Gut. Auch nicht. Also wirklich dann nur diese Spitze hier, ne? Aber schon schön. Also wirklich, na, wie soll ich sagen? Ja, das ist mir alles zu schwach. Also, die Brushspitze ist deckend, ne? Sieht man ja. Außer das Schwarz, das ist jetzt. Ja, aber dafür ist der Feiner an der Seite für mich gut benutzbar. Und die anderen Farben sind in Ordnung. Die werden jetzt nicht, wie häufig das bei Action war, dass sie alle plötzlich silber werden. Nee, die behalten schon ihre Farbe. Am besten kommt drüber, finde ich, Silber. Also das ist echt schick. Die anderen, wenn sie so trocknen, sehen sich schon sehr ähnlich. Also braucht man nicht unbedingt. Also gut, dass ich da nicht noch mehr Pakete von geholt habe. Braucht man nicht unbedingt. Aber weiß nicht, so Zahlen schreiben, das kriege ich auch noch hin. Ne? Also weiß ich nicht, für den Adventskalender. Ich würde vielleicht jetzt so eine 1 schreiben wollen. Also das finde ich, geht noch mit diesen Brusher-Dingern. Das kriegt, glaube ich, jeder hin. Aber so Lettern, das ist ja nicht so meins. So, kommen wir dann zu Stiften, wo angepriesen wird. Definitiv angepriesen wird, dass sie schwarz und weiß schreiben. Hier steht das, ne? Black and white, Chalk Inks visible on. Also zu sehen auf schwarz und weiß, ne? Und Chalkies, Kreidestifte, hier ist sogar ein Weiß mit bei. Und hier, ja, da konnte ich einfach nicht vorbei. Ich wollte die anderen Farben auch haben. Da müssen wir mal gucken. Also ist mal so ein bisschen unterschiedlich drin. Bei den Pinken ist auch ein bisschen so Gelb mit bei. Und hier, also klar, für die Leute, die jetzt Stifte nicht so interessieren, ist das bestimmt voll langweilig, ne? Aber boah. Ich finde es mal ganz nett. Ich mache zwar ganz häufig in Einleger auf den Karten, aber wenn man das doch nicht mal macht und dann einfach mit einer anderen Farbe schreibt, ist das schon cool. Wow, das ist ja cool. Ist das schön oder ist das schön? Kann man da richtig schön doodeln. Ach Mensch, es wäre noch toll, wenn sie auch weiterhin schreiben würden, denn ich habe diese hier vor Jahren mal gekauft. Ich liebe mit denen zu schreiben, aber manchmal hören sie einfach mittendrin auf, obwohl man eindeutig sehen kann, dass da noch Tinte ist, ne? Aber die hören einfach mal auf. Deswegen bin ich mal ganz, ganz vorsichtig, dass ich keine großen Romane damit schreibe, dann. Nach 3, 4 Mal schreiben sind die meistens auch alle. Ihr seht ja, wie viel ich schon entsorgt habe. Hier, mal schauen, wie das wird. Aber ist ja meistens so bei Action, dass es nicht so lange hält. Leider, leider. Aber die Farben sind super cool. So ein zartes Rosé hier. Oh, die sind wirklich schön, oder? Und jetzt weiß. Ja, schön, oder? Das Weiß ist doch fast genauso toll wie von Jelly Rolls, von Sakura. Ja, nur dass ich jetzt okay, die Nummer 5 genommen habe. Wie gesagt, 5 würde ich jetzt nicht nochmal bestellen. Dann eher so die 8 oder die 10. So, jetzt kommen wir zu den Aquafarben. Oh, sind die schön. Ich finde die so super schön, die Schalkstifte. Habe jetzt irgendwie gleich total Lust, irgendwie eine Blume zu malen. Na, 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 na. So, und jetzt wird meine Blume blau sein. Also ich bin jetzt kein Zeichner, ne? Aber
Beim Telefonieren mache ich sowas ganz gerne. Okay, die Farbe hier, finde ich, sieht aus wie ein Jeansblau. Die kommt auf dunkel jetzt nicht so toll rüber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf weiß wunderschön ist. Ja. Nee, aber schwarz sieht sie auch cool aus. Wenn sie antrocknen, dann sieht man sie ein bisschen besser. Ja, sind die nicht schön? Also ich weiß nicht, wie viele Farben es davon noch gibt. Ach, die sind so schick. Ich würde mal ganz kurz gucken. Ja, die sind echt schön. Also ich will jetzt nicht alle auf weiß noch swatchen, weil ich weiß nicht, ob das... Ich meine, auf weiß glaubt man das einfach, dass sie schick sind, ne? Okay, ich könnte mal jetzt den rosanen hier, den ganz, ganz hell rosanen testen. Aber guck mal, das ist einfach schick, ja. Ja, also würde ich, wenn ich es nochmal bei Action sehen würde, nochmal kaufen. Jetzt so spontan auf den ersten Blick, würde ich schon sagen. Natürlich wäre es ärgerlich, wenn man jetzt eine Karte schreibt und so mittendrin aufhört. Das ist mir immer peinlich, aber lässt sich ja nicht ändern, wenn der Stift aufhört. Aber die sind echt schick. Schick, 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 schick. So, und dann habe ich zu allerletzt noch das hier gekauft. Watercoloring Set. Ich weiß nicht, ich fand, dass die Pinselspitze hier total toll aussieht. Und mich hat einfach diese Blätterchen alle total angemacht, also wie das aussieht. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Stiften machen soll, ob sie gut sind oder nicht gut sind. Ich habe ja so ein Set von AliExpress. Nein, Entschuldigung, Amazon. So, mal schnell ausgepackt. Also, was haben wir denn hier alles drin? Also, wir haben hier so eine Anleitung. Ach so, wir haben hier so eine Blending-Palette. Und dann soll man da die Farbe raufmachen und dann mit dem Wasserpinsel die Farbe aufnehmen und dann hier so verteilen. Zuerst hier natürlich und dann ausblenden. Ne? Das ist halt die einfachste Art zu malen. Und dann haben wir hier auch wieder einen schwarzen Fineliner, um mal dem so die Details hervorzuheben oder einfach noch ein bisschen auszuarbeiten. Genau, das ist der Plan. So, das heißt, ich habe hier einmal einen Bleistift, um für die Leute, die super schön zeichnen können, können sie sich eine Skizze machen. Dann können sie mit den Brushmarkern es ausmalen. Und wenn sie wollen, können sie mit dem Fineliner, jetzt brauche ich wieder, also schwarzen Fineliner mag ich ja total gerne. Ich habe hier einen von Edding, glaube ich, genau. Ja, schreibe ich wirklich sehr gerne mit. Okay, ja, der fühlt sich gar nicht so unschön. Kennt ihr noch Stabilos? Oh, die habe ich auch geliebt. Da habe ich aber leider nie eine große Packung von gehabt. Meine Mama meinte so, nee, man schreibt doch in der Schule nur mit Blau. So, aber die anderen haben auch. Nein, brauchst du nicht. Ist okay, aber irgendwann habe ich mir da eine kleine Packung doch gekauft. So. Ja, also finde ich nicht schlecht. Und Bleistift, ja gut, tue ich weg, denn ich habe hier echt genügend Bleistifte rumzulegen, so mit Glitzersteinchen, ne? Ich bin ja eine Tussi. So, dann würde ich mal ganz kurz mal die hier testen. Ist jetzt kein... das ist ja eine schöne dicke Spitze. Ja, es ist kein Watercolor-Papier, ne? Aber ja. Ja, meine Süße, ich bin da. Ja, gleich. Ich habe hier irgendwo noch einen vorbereiteten. Irgendwo habe ich hier einen. Ja, lelelelelelele. Süße, gleich, mein Schatz. Ich nehme dich gleich auf den Arm. So, ich habe jetzt mal den Pinsel, das war ja auch mein Kaufgrund, warum ich das überhaupt gekauft habe, mal aufgefüllt. Und ja, ich habe leider nie, ich hab nie einen teuren hier, um zu sagen, ob der jetzt gut ist oder nicht. Ich finde, dass wenn man so ein bisschen drückt, da manchmal ein bisschen zu viel Wasser rauskommt, ne? Seht ihr das? Irgendwie ist das irgendwie zu viel oder zu wenig, ich weiß es nicht. Ja, da kommt so ein dicker Ploppen immer gleich raus. Ich weiß nicht, wie das ist bei den etwas teureren. Genau, aber ich muss mir mal eben mal so einen holen. Ein Markenpinselchen. Die anderen sind hier verschwunden. Die habe ich hier gar nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass ich davon ein paar mehr besitze, aber ich habe sie nicht gefunden. So, genau. Also das von der Blending-Palette finde ich ja ganz süß, aber kann man natürlich auch super alleine machen. So ist es ja nicht, ne? Einfach ein laminiertes Papier nehmen oder wie auch immer. Aber ist ja ganz süß, dass es da ist. So, und jetzt habe ich die anderen Farben gar nicht ausprobiert, aber es ist ja auch gar kein Wasserpapier. Papier, das ist ein bisschen fester hier, die Spitze. Aber ja,
Also wenn man das so mit verblendet, da kann man ja irgendwie fast alle, ich glaube, die sind dann alle okay. Also ich habe da keinen großen Anspruch drauf. Und hier ein Radiergummi kommt in die Schublade für Schulsachen rein, denn ja, mein Sohn verliert ständig welche. Genau, so das waren die ganzen Stifte hier. Also wie gesagt, also ich glaube, die könnte man sich hier sparen, außer man ist so ein Handlettering-Typ. Ich habe sie schon mal da, also werde ich sie versuchen für irgendwas Verwendung zu finden. Würde mir bestimmt was einfallen lassen, so ist es ja nicht. Man kann ja auch mit denen bestimmt auch, weiß ich nicht, was umranden. Ich habe jetzt gar nichts da. Wir nehmen hier ein Stück Papier. Ich glaube, das könnte auch ganz schön aussehen. Weiß nicht. Mache ich zwar jetzt nicht so häufig, ist ja eher so der Stil von Liebesfuchs, aber ab und zu hat man ja schon Bock dazu. Und das geht dann auch. Man sieht es nicht so sehr. Weil es halt eben Pinselspitze ist wahrscheinlich. Jo, aber man könnte. Und dann malt man so drüber, deswegen mache ich das nicht so gerne. Okay, egal. So, ich ziehe das jetzt mal nicht in die Länge, sondern sage mal, ja, also ich, Chuckies würde ich empfehlen, die hier, kann ich nicht zu viel sagen, finde ich in Ordnung. Und ja, das war's jetzt. Oder, nee, nicht ganz, habe ich euch erzählt, dass ich von denen hier jetzt, glaube ich, alle bekommen habe, außer Rot und Grün. Bei Rot und Grün hatte ich irgendwie gar keinen Bock. Weiß ich auch nicht warum. Weil, ja, hatte ich halt keine Lust. Auf jeden Fall habe ich die hier bekommen. Das gibt es jetzt auch, habe ich bei Action gesehen. Davon auch so ein Weihnachtsgrün und Weihnachtsrot. Vielleicht kommt das noch und ich habe dazu Lust. Aber jetzt habe ich schon fünf Farben, wo halt eben so Folie hier mit bei ist. Ja, wollte ich euch mal zeigen. Weil ich war schon ab und zu meinen Action, habe aber nie in Haul gemacht, weil sich das nicht wirklich rentiert hat. Noch heute mal so ein bisschen. Und deswegen, so, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen und noch einen schönen Tag. Tschüss.